So, liebe Freunde, jetzt gibt's einmal richtig kräftig News auf die Ohren für ja, den letzten YouTube-Clip und den letzten Podcast. Vor einer kleinen Pause von ungefähr 3,5-4 Wochen, denn tja, ich muss noch ein anderes Projekt auf Vordermann bringen und ja, was soll ich dazu sagen? Dazu muss ich ein bisschen in der Weltgeschichte rumreisen und ja, deswegen. Die Seite wird natürlich weiter mit News versorgt von meinen Kollegen. Die Videos, da müsst ihr leider ein paar Tage drauf verzichten. Also abonniert am besten gleich diesen Kanal, damit ihr merkt, wann es weitergeht. So, ich habe mir mal einen kleinen Zettel gemacht. Mache ich sonst eigentlich eher selten, aber bei News sollte man halt wissen, wovon man redet. Und tja, womit ging es los diese Woche? Mit Slayer, die haben ihr neues Album rausgebracht. Ja, wird etwas kontrovers diskutiert, das ganze Ding. Und ja, die einen... Das sind dann die Slayer-Jünger, die jubeln das Teil natürlich in den Himmel. Die anderen sagen, ja, pff, da ist ja nichts Neues drauf. Da kann man sich auch die alten Alben direkt anhören, die in den letzten ja, 10 Jahren quasi rauskamen. Hört sich alles gleich an. Die Wahrheit liegt natürlich, wie immer, im Auge des Betrachters und irgendwo genau dazwischen. Ich finde das Album klasse. Es hat richtig Dampf und ja, das Video dazu, was schon veröffentlicht worden ist, findet ihr natürlich auf der Seite Fotoglut. Da könnt ihr dann mal reinschauen. Und euch eine eigene Meinung bilden. Was gab es noch? Metallica, die sind auch wieder im Studio. Und tja, da gibt es eine kleine Anekdote, die sich jetzt gerade durchs Netz zieht. Der gute Kirk hat irgendwann mal sein Handy verloren. Da waren so 250 Riffs, Musikstücke, irgendwas drauf, was er wohl aufgenommen hat. Tja, munkeln zwar die einen. Er selbst sagt, Gott wollte wohl, dass dieser Mist nicht öffentlich wurde. Und tja, hat ihm das Handy halt weggenommen, so dass er sich jetzt wieder voll konzentrieren kann, um ja, neue Sachen aufzunehmen und das neue Album zu einem richtig schönen neuen Metallica-Teil zu führen. Wir sind gespannt, wann es denn rauskommt. Lange ist es ja her, dass das letzte Metallica-Teil kam. Und mal schauen, in welcher Kategorie die Jungs sich diesmal einfinden. Was ganz Neues ist Phantasma. Das ist eine... Konzeptband. Auf jeden Fall bringen sie ein Konzeptalbum raus. Und tja, dabei sind Charlotte Wesels von Delane, der gute Georg Neuhauser von Serenity und der Oliver von Everon. Und ja, das Ganze tja, kommt im November raus. Die Musik ist laut Pressetext eine Riesenmischung, deswegen verrate ich noch nicht allzu viel dazu. Geht einfach wie immer auf fotoglut.de. Da habt ihr ausführliche Meldungen und ja, vielleicht könnt ihr euch ja damit ein eigenes Bild machen. Und tja, sobald es mehr gibt, das erwartet ihr natürlich auch wieder hier auf unserem YouTube-Kanal, auf unserer Seite oder im Podcast, ganz wie ihr wollt. Ja, und dann sind wir auch schon bei der für mich letzten News diese Woche. Und die betrifft Glory Hammer. Deren Album steht hier in den Startlöchern, kommt im Oktober. Das Space 1992 und ja, dazu gibt es mittlerweile das zweite Video. Und vom ersten war ich ja, wie ihr vielleicht lesen konntet, ein wenig enttäuscht, weil es war, ja, was soll ich dazu sagen, es war irgendwie lau, ein bisschen zu ruhig, ein bisschen zu, keine Ahnung was, irgendwas fehlte da auf jeden Fall. Und jetzt haben sie eins rausgebracht, das nennt sich Race of the Chaos Wizards. Genau, das ist also quasi das Titelstück davon. Und da zeigen Glory Hammer mal so richtig, wo es lang geht und was man von denen erwarten kann. Und ich hoffe, der Rest des Albums wird genau in diesem Kontext weitergehen. Ja, das war's schon für heute. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Wenn ihr die Videos und ausführlichere News sehen wollt, dann geht einfach auf fotoglut.de. Dort findet ihr alles, was hierzu veröffentlicht worden ist, ja, inklusive der Videos. Auch von Slayer gibt es da was zu sehen, also immer ran da. Und ja, damit ihr nicht verpasst, wenn es hier weitergeht, irgendwo da unten, da glaube ich, ach was weiß ich, ihr wisst schon wo, gibt es einen Button abonnieren, draufklicken und ihr seht dann auch direkt das nächste Video, wenn es denn da ist. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit, hört euch viel gute Musik an und ja, besucht mal das ein oder andere Konzert. Die Musiker werden es euch danken. Bis dann.